Ja, hallo, Lena Doppel. Ich bin auch im Vorstand von der Digital Society und ich hatte auch die Idee zu der Veranstaltung. Das Thema, wie hoffentlich alle wissen, die da sitzen, ist Social Media und der Einfluss auf, beziehungsweise auch die Reflexion darüber, was das alles mit der Nationalratswahl zu tun gehabt hat. Wir haben drei sehr unterschiedliche Bereiche, aber sehr spannende Bereiche dazu. Das heißt, es wird jetzt dreimal circa 20 Minuten Vorträge geben und anschließend werden wir uns dann zu viert, also die drei Vortragenden und ich, vor euch hinsetzen. Ein bisschen formlos, nicht stehend, sondern sitzend. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich ein bisschen den Kopf recken, damit es uns seht, und mit euch und untereinander diskutieren. Als erstes haben wir den Roland Drinnig von Spinnwerk, einer Agentur, also einer der Agenturen für Social Media, Agentur für neue Kommunikation. Betreut unter anderem Kunden wie Mediamarkt, Saturn, Bosch, Knorr, Eskimo, Brunch, und er hat ein Hobby und das Hobby lautet Politik. Darf man das so sagen? Also er hat, es ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr sein Hobby, aber er hat sich die Arbeit gemacht, während des Wahlkampfs den Social Media Wahlkampf zu verfolgen und auch regelmäßig, unter anderem auch für den ORF, ZIP 24 war das, gell, zu berichten, was in den Social Media Präsenzen vorgefallen ist. Und wir sind auch gemeinsam, also er ist Leiter der Ausbildung auf der Werbeakademie und da darf ich auch ein bisschen was mithelfen, also Social Media Ausbildung. Und seit 2017 genau ist er auch Lehrgangsleiter für den Diplomlehrgang Social Media am WIFI. Und er hat aber davor auch schon Erfahrungen mit Vorträgen, mit Ausbildung gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir hören jetzt einen Vortrag, quasi so eine Generalnachlese, was hat sich denn in Social Media eigentlich über den Wahlkampf hinweg getan, und kriegen auch einen kleinen Einblick in die Art und Weise, wie man solche Aktivitäten auswerten kann. Ja, hallo, schönen guten Abend. Was habe ich mitgebracht? Ich werde es ein bisschen zeigen, wir werden dann auch live einsteigen in das Tool oder in eines der Tools, mit denen wir da gearbeitet haben und wie wir analysiert haben. Und möchte dann auch gerne so ein bisschen beleuchten, was kann oder was sind die Stärken dieser Analyseform und was kann sie nicht, weil das ist, also vor allem was sie nicht kann, ist in der Wahlkampfzeit ja dann doch mitunter untergegangen. Und so die meistgestellte Frage in all der Zeit und eigentlich Woche für Woche war, wie wird es denn ausgehen? Was natürlich 6 Wochen vor einer Wahl sowieso schwachsinnig ist. Und was man auch, wenn die Analysen und Prognosen durchaus recht mitunter recht nahe an tatsächliche Wahlergebnisse kommen, natürlich nicht die Meinungsforschung ersetzen kann. Gut, vielleicht noch ein bisschen zur Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Social Media Analyse ist ja part of the job in unserem Fall, gehört in das Teil jedes Reportings, das wir so monatlich für unsere Kunden erstellen. Und so vor ein paar Jahren, als es endlich begonnen hat, Facebook-Präsenzen in dem Fall nicht mehr daran zu messen oder nicht mehr nur daran zu messen, wie viele Fans sie haben, sondern sich anzuschauen, was denn dort an Interaktion stattfindet, gab es so erste Analysen in dem Bereich, damals noch aufgehangen an Castingshows, wo man versucht hat, anhand des Interaktionsaufkommens der einzelnen Kandidatinnen, der einzelnen Kandidaten festzustellen, wer denn wahrscheinlich in der einzelnen Folge rausfliegen wird. Und das hat man dann immer mehr und immer stärker gemacht und war halt sehr, sehr treffgenau damit. Und das waren eben nicht die Kandidatinnen oder Kandidaten mit den meisten Fans oder mit den wenigsten Fans, sondern die einfach die wenigste Interaktion haben. Warum ist die Interaktion so kriegsentscheidend oder so bedeutsam? Die Interaktion hat den größten Einfluss auf die Auslieferung im Newsfeed, nicht nur auf Facebook, auch auf anderen Social-Media-Plattformen. Das heißt, je stärker mit einem Inhalt interagiert wird, desto stärker wird er potenziell ausgeliefert und desto mehr Reichweite kann er erzielen. Dabei spielt es auch nicht wirklich eine Rolle, ob der Beitrag organisch ausgeliefert wird oder bezahlt, weil auch wenn er bezahlt wird, ist ein Beitrag, der besser performt, sprich mehr Interaktionen hervorruft, einfach günstiger. Das heißt, ich kriege mit dem gleichen Geld deutlich mehr Leistung oder spare halt Geld, je nachdem.
Sehr, sehr intensiv im politischen Bereich haben wir das dann uns angeschaut, in erster Linie eigentlich ursprünglich aus persönlichem Interesse von mir. Dann fand es immer mehr Interesse im Laufe des letzten Jahres. Wir haben die Bundespräsidentenwahl, wo es doch ein paar Wahlgänge zum Analysieren gab, analysiert und uns angeschaut. Und so richtig groß wurde das Interesse da nach dem ersten Wahlgang, weil wir so ziemlich die Einzigen waren, die gesagt haben, Hofer wird das Haus hoch gewinnen. Weil wir eben in den Performance-Werten auf Social Media gesehen haben, dass fast die Hälfte des Interaktionsaufkommens alleine auf ihn rückführbar ist. Und tatsächlich war auch die Reihenfolge, wie dann die Kandidatin und die Kandidaten abgeschnitten haben, genau gleich wie in den Social Media Performance-Werten. Beim letzten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl war es dann sogar so, und natürlich mehr zufällig als tatsächlich wissenschaftlich belegbar, dass das tatsächliche Wahlergebnis weniger als 1% vom Volumen des Interaktionsaufkommens weg war. Bei der Nationalratswahl hat sich das Ganze ein bisschen anders dargestellt. Das ist auch deutlich schwieriger, weil viel, viel mehr Einfluss hat. Andere Kandidatinnen, Kandidaten, der Club, Abgeordnete, besonders bei den kleineren Parteien sind, also bei den Neos, also auch bei den Grünen, sind auch sehr viele bekannte Gesichter, die da sehr aktiv sind. Das heißt, da ist es viel, viel schwieriger, das wirklich zu messen. Und ein zweites Problem, das vor einem Jahr noch nicht so, zumindest noch nicht so besprochen war und wahrscheinlich auch noch nicht so intensiv eingesetzt wurde, ist das Thema Dark Posts. Heißt, ein Werbetreibender kann Werbeanzeigen, die ausschauen wie ein ganz normaler Post der Seite, als Werbeanzeigen ausliefern im Newsfeed. Im Newsfeed schaut es aus wie ein Post in der Seite. Auf der Seite selbst sieht man es aber nicht und kann es damit auch nicht analysieren. Oder zumindest wir können es nicht analysieren. Man könnte es analysieren, wenn man Adminrechte für diese Seiten hätte. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Beschäftigt gerade den US-Kongress mit den Nachwehen der Trump-Wahl. Und ja, war auch bei uns immer wieder Thema, bei weitem aber nicht so groß. In Deutschland ist das viel kritischer gesehen worden. Wie stark sie wirklich eingesetzt wurden, wissen die, die sie geschalten haben. Wir wissen es leider nicht. Was wir aber gesehen haben bei der Wahlauseinandersetzung, das sieht man in dem Video ganz gut, dass entgegen der Meinungsforschung schon sehr viel Bewegung drinnen war und da durchaus einiges hin und her gegangen ist. So hat sich das entwickelt. Wir haben begonnen Mitte August. Es war lange Zeit so ein Wechselspiel zwischen Strache und Kurz. Zur Erklärung vielleicht, wir haben uns da immer angeschaut, die Seite der Partei und die Seite des jeweiligen oder der jeweiligen Spitzenkandidatin. Und was da besonders bemerkenswert war, ist, dass Nachplatzen der Silberstein-Bombe es einen extremen Anstieg an Interaktion bei der SPÖ gegeben hat. Also zumindest auf Social Media hat dieser Skandal der Partei genutzt, zumindest für die Mobilisierung. Und was da auch extrem überraschend war, vor allem auch so in den ersten Tagen, ist, dass die Reaktion auf die Posts zu dem Thema nirgends so gut waren und so positiv waren wie bei Kern. Die Stellungnahme von Kern zum Skandal am Tag danach war einer der erfolgreichsten Posts überhaupt im ganzen Wahlkampf. Da schaut man sich dann natürlich an, erst wie ist da so das Stimmungsklima. Das ist natürlich trügerisch, weil theoretisch, wenn die ein sehr, sehr gut funktionierendes und sehr, sehr gut eingespieltes Community-Management haben könnten, die alles, was kritisch ist, ausblenden oder einfach löschen. Was sie nicht löschen können, sind aber die Reactions, die es dazu gibt. Und da war bemerkenswert, dass es kaum wütend oder traurig Reactions gab, sondern ganz, ganz viel Love, also starke Emotionen, die ich auch bewusst setze. Das Like ist ja schnell einmal vergeben. Alle anderen Reactions setze ich schon recht überlegt und recht bewusst. Das war besonders auffällig und da hat man gesehen, dass es dann wirklich so richtig losgegangen ist, eigentlich erst mit der Mobilisierung und mit dem roten Wahlkampf. Davor ist das ja mehr so von Unfall zu Unfall hineingestolpert und dann war zumindest, also Unfall war es ja immer noch, aber zumindest die Mobilisierung gut. Ich habe mich dann natürlich auch dazu hinreißen lassen, eine persönliche Prognose abzugeben. Die hat diesmal nicht gestimmt oder zumindest nicht fürs ganze Land. Sie hat aber gestimmt für praktisch alle großen Städte. Und das ist eine Entwicklung oder das ist ein Indiz dafür, dass bei dieser Wahlauseinandersetzung diese berühmte Spaltung Stadt-Land noch stärker war als zuletzt.
bei der Bundespräsidentenwahl, wo ja auch immer wieder davon gesprochen oder davon geschrieben wurde, war die nicht so wirklich sichtbar und da ging oder hätte Van der Bellen die Wahl wahrscheinlich auch nicht gewonnen, wenn er nicht auch in vielen Landgemeinden, zum Beispiel in Oberösterreich, sehr, sehr stark abgeschnitten hätte. Das heißt, die Wahl wurde ja auch tatsächlich entschieden am Land, in den kleinen Gemeinden, mit einer Themenlage, die die Gemeinden dort gar nicht unbedingt so sehr betrifft. Ja. Wie gehen wir dabei vor oder mit Hilfe welcher Tools tun wir das? Das schauen wir uns jetzt einfach live an. Das Tool heißt FanBadgeCammer oder eines davon, mit dem wir da arbeiten, heißt FanBadgeCammer. Machen wir es ein bisschen größer. Und da kann ich halt alles, was es an öffentlicher Interaktion, zum Beispiel auf einer Facebook-Seite, also das sind jetzt die Facebook-Performance-Werte, aber auch für Instagram, auch für YouTube und so weiter, anschauen, messen und miteinander vergleichen. Wie gesagt, eben alles, was öffentlich ist. Jeder Kommentar, jeder Wallpost auf einer Facebook-Seite ist grundsätzlich immer öffentlich. Also da gibt es keine Privatsphäre-Einstellung wie bei einem privaten Post, sondern es ist immer öffentlich. Vielleicht noch eins zur Interaktion, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen und man nicht oft genug sagen kann. Auch Aufregung und vor allem Aufregung und Kritik an einem Inhalt führt dazu, dass man dem Beitrag hilft. Das ist das große Erfolgsgeheimnis, so Geheimnis ist es eigentlich gar nicht, der rechten Parteien in ganz Europa. In Deutschland besonders auffällig gewesen im deutschen Wahlkampf, da habe ich mir angeschaut, alle Reaktionen, die es so gab, die letzten 2 Monate vor der Wahl und 45% aller Shares in diesem Wahlkampf waren von AfD-Seiten weg. Und das nicht, weil die AfD so wahnsinnig viele Fans und begeisterte Wähler hat. Ich meine, sie haben dann ja 12% bekommen oder nicht ganz 13%. Bei den Shares hatten sie über 45%. Und das vor allem, weil sie aufregen und weil das dazu führt, dass diese Inhalte, die aufregen, von Usern geteilt werden, die dir nicht zustimmen, sondern das kritisieren. Was diese User nicht wissen, ist, dass sie dem Beitrag damit helfen. Und auch wenn man glaubt, dass im eigenen Freundeskreis niemand dabei ist, der auf die Idee kommen könnte, so anders oder so gegensätzlich zu wählen wie man selbst, ist das schon einmal statistisch kaum möglich. Und hilft das eben durch den Algorithmus auch Menschen zu erreichen, die so ähnlich sind wie ich oder die so ähnlich sind wie mein Freundeskreis. Das heißt, egal wie ich mit einem Beitrag interagiere, es hilft dem Beitrag immer. Deshalb, wenn ich mich über etwas aufrege und das mit meinen Freunden diskutieren möchte, einen Screenshot machen und den teilen und nicht den Beitrag direkt. Da kann man zumindest, tut man zumindest nichts für den Algorithmus. Gut, habe ich das auch noch angebracht. Kommen wir zur aktuellen Performance, das sind jetzt die letzten 28 Tage, das heißt vom 18. Oktober, also schon nach der Wahl, ich habe gestern zum ersten Mal reingeschaut in die Werte nach der Wahl, ich habe es mir seither nicht mehr wieder angeschaut, was überraschend ist oder was mich sehr überrascht hat, ist, dass es nach wie vor recht intensiv genutzt wird, nicht mehr so stark wie vor der Wahl, aber weit stärker als vor dem Wahlkampf. Also die Performance-Werte im Anfang des Jahres waren weitaus niedriger und auch das Aufkommen an Interaktion war weitaus niedriger, als es jetzt immer noch der Fall ist. Und ja, so schaut das aktuell aus. Das ist die spannendste Zahl, also das ist quasi die Verteilung der Marktanteile am gesamten Interaktionsaufkommen. Ein recht gewohntes Bild. Strache, interessanterweise vor Kern mit seiner Seite, dann erst kurz, dann die SPÖ-Parteiseite. Das war auch den ganzen Wahlkampf über so. Sehr, sehr ungewöhnlich, dass die Parteiseiten eine starke Rolle spielen. Im SPÖ-Wahlkampf war das die ganze Zeit so. Eigentlich die einzige Parteiseite, die wirklich eine Rolle gespielt hat oder wo nennenswert was stattgefunden hat. Dann weitaus schwächer die FPÖ-Seite, also da nur zum Vergleich. Das waren jetzt die letzten 28 Tage fast 100.000 Interaktionen, Reaktionen bei der SPÖ und 35.000 bei der FPÖ. Dann erst die ÖVP mit noch einmal deutlich weniger, dann Matthias Strolz, dann die NEOS, dann die Grünen, dann Peter Pilz, die Liste Pilz und was es sonst noch gab.
Lunacek und wir haben auch die Flö und Gilt und so weiter drinnen, aber da passiert jetzt nicht mehr wahnsinnig viel. Das ist schon mal die erste spannende Zahl und dann ist es natürlich spannend, welche Art von Interaktionen waren das. Das sind wieder die berühmten Shares. Das gelingt Rechten, wie gesagt, eben sehr, sehr gut. Die Kommentare, die Likes, das schaut schon ganz anders aus. Love, da schaut es auch ganz anders aus. Es gab zum Beispiel im deutschen Wahlkampf auch eine Untersuchung, ich weiß nicht mehr, welche Uni es war, die haben Wahlkampfposts der Parteien und der Spitzenkandidaten auf Emojis untersucht und sich angeschaut, bei welchen, in welchen Gruppierungen welche Emojis stark genutzt werden. Und das ist ganz ähnlich wie die Facebook-Reactions. Das Herzerl oder eben Love wird hauptsächlich links der Mitte verwendet oder am stärksten verwendet, während wütend hauptsächlich rechts der Mitte verwendet wird. Bei der AfD zum Beispiel auch die Deutschlandflagge in den Top 3 war, während sie sonst praktisch überhaupt nicht verwendet wurde und so weiter und so fort. Also auch das ganz interessant mal gesehen zu haben. Dann wow, dann haha, dann traurig, dann wütend, da kann man fast schon von einem Monopol sprechen. Auch interessant, vor allem weil es ja jetzt eben schon nach der Wahl ist, wie aktiv sind denn die? Also erstens einmal, wie stark wird immer noch mit den Inhalten interagiert? Das ist immer noch sehr, sehr stark. Und wie aktiv sind die? Und da kann man rauslesen, dass sich die SPÖ schon ganz gut auf die Opposition vorbereitet und eigentlich in genau der gleichen Frequenz oder sogar noch in einer höheren Frequenz als vor der Wahl postet. Auch interessant, das Service-Level, also auf wie viel Prozent von User-Posts auf die Seite gibt es eine Reaktion der Seite. Und da vor allem interessant, dass nach der Wahl Sebastian Kurz seine Wall-für-Wall-Posts geöffnet hat, während es vor der Wahl nicht der Fall war. Dann praktisch alle außer den Neos, den Grünen und der KPÖ hatten die Walls gesperrt. Das heißt, man konnte denen gar nicht proaktiv etwas auf die Seite posten, man konnte nur deren Posts kommentieren. Interessant und spannend, dass er das jetzt geändert hat. Bitte? Ja, also ganz generell ein Tipp an alle auf Social Media aktiven Seitenbetreiber. Es macht schon Sinn, dass man diese Funktion nutzt. Gehört irgendwie zu Social dazu, aber ja. Dann kann man sich eben auch anschauen, wie viele Posts sind das, wie schnell antworten die darauf, wie schnell wachsen die Seiten, da geht es jetzt wieder um die Fans, wie stark ist die Interaktion prozentuell, also wie viel Prozent der eigenen Fanbase interagieren mit den Inhalten und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Batterie von Insights, die man sich da anschauen kann. Auch ganz spannend, sich anzuschauen, welche Posts kann man sich dann auch exportieren, weil eben alles öffentlich, man kann sich Excel-Exports zu praktisch jeder Kennzahl machen und sich anschauen, was innerhalb jetzt des Parteienspektrums oder eben umgelegt auf andere Bereiche, welche Posts innerhalb einer Branche zum Beispiel die am besten performenden waren. Und was man sich auch anschauen kann, ja, oder anschauen könnte, ist, wer denn da wie stark interagiert. Also man kann sich ein Ranking anschauen mit den tatsächlichen Usernamen, die am stärksten mit der Seite interagieren und sich anschauen, welche Art von Interaktion, bei welchen Posts war das. Besonders interessant im journalistischen Bereich, wenn die Zeit und Lust auf Recherche haben, können sie mit Hilfe dessen relativ gut feststellen, ob die am stärksten interagierenden Profile halbwegs echt sind oder ob das wahrscheinlich Fake-Profile sind. Oder zumindest eine Hilfestellung dazu. Was man sich auch anschauen kann, wenn das Internet funktioniert, ist das sogenannte Fan-Activity Graph. Das heißt, man kann sich anschauen, auf welchen anderen Facebook-Seiten interagieren die aktivsten Fans einer Seite sonst so. Und das war auch extrem spannend in dem Wahlkampf. Wir reden ja seit schon einer ganzen Weile über die sogenannten Filterblasen. Und da kann man sich halt zumindest ein bisschen anschauen, ob das stimmt. Ob die
in einem geschlossenen System sind und nur mit ähnlichen Seiten aus der gleichen Partei interagieren oder eben nicht. FPÖ-Fans interagieren tatsächlich nur im eigenen Ökosystem und mit dem Boulevard. Also man kann sich auch anschauen, welche Medienseiten wird dort interagiert. Bei der ÖVP hat es nicht sehr viel anders ausgeschaut. Bei den Grünen und der SPÖ war dann schon sichtbar, dass es da ganz viel Überschneidung gibt, also nahezu deckungsgleich. Da wurde auf kreuz und quer fleißig interagiert. Und besonders spannend, aber ja, trotzdem ja auch irgendwie in einer Blase, weil halt klar links der Mitte. Da dann plötzlich ganz andere Medien, da spielen dann die sogenannten Qualitätsmedien eine viel größere Rolle und der Boulevard weit weniger. Und das breiteste Spektrum war bei den Neos zu sehen. Da war das wirklich von FPÖ-Seiten bis zu grünen Seiten ganz bunt gemischt. Die waren sozusagen die untriebigsten. Das heißt, so ganz stimmt das mit dieser Filterblasentheorie nicht. Beziehungsweise man ist in der Filterblase, in die man sich selbst bringt, wenn man nur damit interagiert und sich nur dafür interessiert, sofort, dann wird das natürlich zusätzlich gefördert durch den Algorithmus. Echt? Okay. Ich bin eh schon fast fertig. 5 Minuten? Gut. Ja, so viel zu dem, wie man es analysiert und was man analysieren kann. Ich dachte, das ist eine Frage, Entschuldigung. Was die Social-Media-Analyse kann, ist also sehr schnell Stimmungsbilder abzubilden, weil man es nahezu in Echtzeit messen kann. Das heißt, sehr viel schneller, als dass die Meinungsforschung in einer brauchbaren Qualität kann Social-Media oder können Social-Media-Performance-Werte ein Indiz dafür geben, ob es irgendwelche Stimmungsumschwünge gibt, ob sie was verändert. Also es ist weniger das absolute, natürlich schon auch das absolute Aufkommen interessant, aber noch viel interessanter ist, welche Veränderungen gibt es da und wohin gibt es sie. Ein zweiter Vorteil im Vergleich zur Meinungsforschung ist, dass wir hier keine Fragen stellen, sondern tatsächlich gesetzte Handlungen messen. Auf eine Frage kann ich bei der Antwort lügen. Da mache ich das ja nicht in dem Bewusstsein, dass ich gemessen und analysiert werde und mache das ungefragt. Was es nicht kann, ist repräsentativ sein. Social Media Analyse kann nur das analysieren, was tatsächlich da ist. Wir wissen nicht genau, zumindest nicht, wenn wir keine Page Insights zu allen Seiten haben, die wir da miteinander vergleichen, wissen wir nicht, wie die Soziodemografie der Communities ausschaut. Wir wissen nicht, woher die Leute kommen, außer eben das Land. Das heißt, es kann gar nie den Anspruch haben, dass es repräsentativ ist, wie das eine Meinungsforschung kann. Das sind so die beiden großen Unterschiede. Richtig sexy wäre es, diese beiden Datenstämme miteinander zu verknüpfen. Die Kollegen in der Markt- und Meinungsforschung haben aber bislang kein allzu großes Interesse daran. Gut, das war's von mir.